Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserem letzten, zu unserem Workout Nummer 6 Anbieterstrategien in unserem Kurs Online-Kommunikation, Entwicklung von Anbieterstrategien im Internet. Und wir haben die ersten 5 Workloads jetzt hinter uns und die Workouts haben wir durchgearbeitet. Und wie gesagt, jetzt kommen wir zu einem der wichtigsten, zwar der letzte, aber der wichtigste Punkt. Wie kann ich aus dem heraus sogenannte Anbieterstrategien entwickeln? Ich erinnere euch nochmal, wir haben in den letzten Einheiten uns darüber Gedanken gemacht, wie werden denn Reize vom Menschen verarbeitet? Reize, damit meine ich als Psychologe natürlich auch eure Webseite, eure einzelnen URLs, eure Seite bei Facebook, euren Instagram-Auftritt, eure E-Mailings etc. Alle Anstöße, die du als Anbieter deinen Kunden kommunizierst. Reize haben wir besprochen, du erinnerst dich. Ich kann Reize wahrnehmen, einmal bewusst und einmal teilbewusst, peripher. Und ich kann sogar extrem viel unbewusst, implizit wahrnehmen. Und diese implizite Wahrnehmung steuert aber massiv das Verhalten der Bedarfsgruppen, wenn ich es richtig anstelle. Also, Reize können wir bewusst, teilbewusst, peripher und sogar unbewusst wahrnehmen. Wir haben gesprochen über das sogenannte Elaboration Likelihood Modell, das eben entscheidet zwischen bewusst und peripherer Wahrnehmung. Ihr erinnert euch, bewusst war es die sogenannte Central Route to Persuasion und peripher the Peripheral Route to Persuasion. Das war also unser erstes Gedankenspiel. Wie nehmen Menschen Reize überhaupt wahr? Der nächste Punkt, die nächste Lerneinheit oder die darauf folgende Lerneinheit hat sich dann damit beschäftigt, naja, wovon hängt es denn ab, wie Menschen Reize wahrnehmen? Und da habe ich euch eingeführt, das psychologische Konstrukt Involvement. Involvement, ihr erinnert euch, es gibt ein High-Involvement und es gibt ein Low-Involvement. Involvement heißt die Zugeneigtheit, das Interesse, das momentane Interesse an einem Thema. Und ihr wisst, ihr erinnert euch, High-Involvement ist immer nur die Minderheit. Jetzt im Moment Interesse an einem bestimmten Produkt oder einer bestimmten Dienstleistung. Und dieses Low-Involvement, die meisten Leute haben kein Interesse jetzt an deinem Angebot, an deiner Dienstleistung oder das, was du bietest. Damit haben wir dieses Konstrukt Involvement eingeführt. Wir kennen, es gibt ein Low-Involvement und es gibt ein High-Involvement. Wir wissen auch, es gibt ein sogenanntes persönliches Involvement. Das sind meine Hobbys, Dinge, die mich mit dem Beruf identifiziere. Da bin ich immer mehr involviert, also high-involvierter als an anderen Themen. Und es gibt das sogenannte situative Involvement, das eben danach gesteuert ist, was dich momentan berührt. Und was dich momentan berührt, denkt an Karl Gratz. Er hat es meines Erachtens wunderbar erzählt mit dem Ereignis. Denkt an das Ereignis. Also was passiert vorher, bevor bei deiner Bedarfsgruppe ein bestimmter Bedarf entsteht und die Person dann für dieses Thema so involviert ist, so high involviert ist, dass diese Person dann eben sogar im Internet auf die Suche geht. Und deswegen, du erinnerst dich, deswegen ist die Findbarkeit von dir und von deinem Angebot so extrem wichtig. Und du erinnerst dich auch, wir haben besprochen, dass es eben nicht nur darum geht, bei Google gefunden zu werden. Auch hier ist Karl Gratz meines Erachtens einer der besten Vorreiter. Es geht nicht nur darum, bei einer Suchmaschine gefunden zu werden, sondern dass du findbar bist in allen anderen Suchsystemen, die wir in Deutschland oder die wir haben, wo dein relevanter Markt stattfindet. Okay, also deswegen habe ich das Involvement für euch eingeführt. Und ich habe euch auch gesagt, warum mache ich das mit dem Involvement? Ich mache es aus zwei Gründen oder aus zwei Punkten. Punkt eins ist, ich kann aus dem, wie ich es euch gleich zeigen werde, ich kann aus dem Involvement sehr, sehr schön meine Strategien
ableiten. Und ich habe ein ganz, ganz gutes Konstrukt mit diesem Involvement, das mir dann für die jeweilige Situation, wann die Zielperson, wann die Bedarfsgruppe meine Werbung kommuniziert, wie ich dann gestalten muss. Und wie ich gestalten muss, wie ich meinen Content, meinen Inhalt kodiere, das hängt eben sehr, sehr, sehr stark ab, eben vom aktuellen Involvement, das bei der Zielperson im Zeitpunkt des Werbemittelkontaktes vorliegt. Also eine ganz, ganz spannende Sache und theoretisch saugut von belegt und im Involvement. Beschäftigt euch einfach mit dem Involvement und das ist das, was ich euch eben ans Herz lege. Jetzt zurück zu unseren Strategien. Also, wir haben gesagt, wir haben hier dieses farbige Dreieck von bewusster Wahrnehmung, teilbewusster, peripherer und sogar unbewusster Wahrnehmung. Und daraus haben wir, erinnert euch, unterschiedliche Modi abgeleitet. In welchem Modus befindet sich die Zielperson? Wir haben gesagt, die Zielperson nochmal kann engaged sein. Sie sucht jetzt, sie will eine Antwort auf eine brennende Frage, die vielleicht durch ein bestimmtes Ereignis ausgelöst wurde. Diese Person ist engaged. Und dann haben wir gesagt, okay, die Person ist vielleicht nur interessiert, noch nicht so weit, dass sie selber auf die Suche geht. Und je weiter wir rüberkommen, desto weniger Interesse besteht dann an deinem Produkt oder an deinen Antworten, die du da im Moment gibst. Und jetzt habe ich gesagt, naja gut, warum mache ich das Ganze? Schauen wir ihn an. Er ist derjenige, der jetzt was anbietet, der Anbieter. Und ich habe euch ja gesagt, ich glaube, ich komme mit 4 Anbieterstrategien, komme ich eigentlich aus. Bei der Konzeption meiner Online- wie Offline-Strategien. Und ich habe die bezeichnet. Strategie 1 nenne ich, das ist die Kanalisierung. Das heißt, überleg mal, jemand sucht, jemand ist aufgrund eines Ereignisses so engaged, so interessiert, dass er jetzt die Lösung haben will. Also wird er ins Internet gehen, er wird in den Suchschlitz was hineinschreiben oder er spricht mit Siri und sagt, ich habe Hunger, ich möchte das und das, ich brauche das. Oder er spricht mit irgendeinem, mit Google Maps und sagt, ich bin jetzt hier und ich möchte nach Unterhaching, bitte bring mich dahin. Er ist engaged. Oder er sucht etwas, er will ein Produkt kaufen, dann geht er zu Amazon, dann geht er auf ein Suchsystem, dann geht er vielleicht zu Google. Und jetzt ist deine Aufgabe als Anbieter, Strategie 1. Wie bekomme ich jetzt einen Interessierten zu mir kanalisiert? Wie muss ich den, was muss ich tun, dass der am Schluss bei mir landet? In welches Suchsystem muss ich hineingehen? An welchen Touchpoint? Wo muss ich in Zukunft präsent sein, um diese Person auch wirklich abzuholen und letztendlich zu mir auf die Landingpage, zu mir auf die Webseite oder in meinen Online-Shop zu bekommen. Und das ist klar, hier ist das ganze Thema SEO und CA verortet. Hier muss ich lernen bei CA, wie schaut es aus mit meiner Findbarkeit, wie muss ich meine Inhalte gestalten, wie muss ich meinen Content aufbauen, wie muss ich ihn aufbereiten, wie mache ich das beste Dokument zum Thema Actioncam. Was muss ich damit schreiben? Was muss ich da schreiben? Sowohl für die Suchmaschine, also Google, aber noch viel, viel wichtiger für den Menschen, der dann aufgrund deiner Texte, deiner Darstellung, deiner Präsentation, zum Beispiel auf der Webseite, sich dafür entscheidet, dein Produkt oder deine Dienstleistung zu kaufen. Schauen wir uns die nächste Strategie an, Strategie 2. Ich habe sie genannt Selektion. Strategie 2 ist ein Mensch aus einer Bedarfsgruppe, der eigentlich grundsätzlich Interesse an deinem Thema hat, sich aber jetzt im Moment noch nicht geoutet hat. Und hier ist die große Kunst, hier musst du eben über Selektion versuchen, Mensch, wo kommen denn Leute vorbei, die mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit Interesse an meinem Produkt, an meinem Angebot haben. Also frag dich, wo muss ich hingehen? Wo sind die Customer Touchpoints, wo Kunden auftauchen, online wie offline? Und mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit eben Interesse an meinem Produkt, an meinen Antworten haben und letztendlich dann auch bei mir kaufen oder
zum Lead werden, mit dem ich dann Kontakt aufnehmen kann. Also Strategie 2, die Selektion, Selektionspunkte finden oder sogar selber Selektionspunkte im Internet, in digitalen Systemen schaffen, wo Leute für ein bestimmtes Interesse zu mir kommen und ich dann im nächsten Schritt mit diesen Menschen in Dialog treten kann. Also gerade hier ist Social Media eine riesengroße Spielwiese, auf der du dich dann austoben kannst. Okay, also ich fasse zusammen. Wenn deine Zielpersonen high involviert sind, dann kannst du spielen einmal die Strategie 1 gegenüber den Engagten. Deine Aufgabe, du kanalisierst die Hochinteressierten zu dir. Strategie 2, auch wieder bei hochinvolvierten Menschen, die sich aber noch nicht geoutet haben. Hier ist deine Aufgabe, Selektion, die Menschen zu dir zu kanalisieren und dann in einen Dialog diese Bedarfsgruppe zu verwickeln, um am Schluss zu dem großen Ja, ich kaufe, zu kommen. Das heißt, die beiden Strategien, Strategie 1 und Strategie 2, dafür spricht eben vieles, das heute online zu machen. Und da bietet eben das digitale Spielfeld des Internets aufgrund der Vernetzung und Digitalisierung eben eine ganz wichtige Rolle und ist sehr einfach zu aufzubauen. Strategie 3, ich komme in den Bereich rein, wo die Leute noch kein Interesse haben. Und hier ist meines Erachtens als dritte Strategie, die du anwenden kannst, die Aktivierung. Du kannst also versuchen, die Leute wachzurütteln. Das ist die sogenannte Impact-Werbung. Aber Impact-Werbung funktioniert. Auch hier ist das der einzige Ort, wo die sogenannte AIDA-Formel noch funktioniert. Bei Strategie 1 und Strategie 2 funktioniert sie nämlich nicht mehr. Also, Strategie 3, Aktivierung, Leute wachrütteln. Worum geht's hier? Was heißt Aktivierung? Aktivierung bedeutet für mich als Psychologe das Erregungsniveau, sogenannte Lambda-Hypothese, das Erregungsniveau meiner Zielpersonen zu erhöhen, damit sie jetzt wacher werden, damit sie mich angucken, damit sie bewusst wahrnehmen und sich mit mir und meinem Angebot intensiver auseinandersetzen. Und das meint oder das meine ich mit Aktivierung. Also bin ich in dem Feld, wo Low Involvement vorherrscht, muss ich die Leute wachrütteln, in der Hoffnung aus den Low Involvierten, dass ich sie zur Strategie 2 oder zur Strategie 1 herüberleite. Und die letzte Strategie, ich habe sie jetzt, weil wir jetzt dann auch fertig sind, ich habe sie dann gelb gezeichnet, ist das sogenannte Branding oder die Vorprägung. Befindest du dich also in dem Bereich des Low Involvement, hast du zwei Entscheidungsmöglichkeiten. Entweder sagst du, was wir gerade beschrieben haben, ich mache die Leute wach, ich aktiviere sie, um auf Strategie 2 und 1 zu bekommen. Ich bin laut, ich benutze aktivierende Reize. Oder ich sage, na, warte, leise, gar nicht so laut. Wir wissen, wenn wir uns dieses Schema anschauen, wenn die Menschen engaged sind, also auf der linken Seite, wenn bewusste Wahrnehmung vorherrscht, sind die Menschen auch sehr kritisch. Dagegen am anderen Ende unseres Dreiecks, wenn ich in den Bereich hineinkomme zwischen peripher und unbewusster Wahrnehmung, sind die Leute sehr unkritisch. Und das ist eine sehr gute Situation oder ein sehr guter vorherrschender Modus bei deiner Bedarfsgruppe, wo du immer wieder praktisch Reize setzen kannst, wo du konditionieren kannst, also immer wieder. So Nieselregenstrategie, wo du die Leute immer wieder praktisch ansprechen kannst und sie langsam im Gedächtnis deine Marke, dein Produkt, deine Vorzüge lernen, um dann im Fall, wenn es dazu kommt, auf dieser Schiene an dich zu denken und in die anderen Strategien hineinwandern. Ein wunderschönes Beispiel, das ich hier immer verwende, ist Karglas repariert. Das heißt, wir lernen das über Konditionierung, über Modelllernen. Auch damit werden wir uns beschäftigen. Immer wieder. Und am Ende haben wir gelernt, wenn eine Scheibe kaputt geht an unserem Auto, rechts ranfahren, anrufen, Karglas repariert. Und ich habe auch noch die Subline gelernt und tauscht aus und das sofort. Und dann habe ich es gelernt, das meint Vorprägung. Das heißt, der Umsatz kommt entgegen der Strategie 1, 2, 3 immer ein bisschen zeitversetzt.
immer dann zu dem Zeitpunkt, wo praktisch diese Person dann eben diesen Bedarf hat. Aber sie haben es gelernt und du hast dich schön top of mind, wenn du der Anbieter bist, im Gedächtnis deiner Zielgruppe positiv eingenistet. Ja, das waren also jetzt diese vier Strategien, die ich aufgrund des Involvements einsetzen kann. Und der letzte Punkt, den wir jetzt behandeln in diesem Kurs, ist, wie muss ich dann als Anbieter in diesen unterschiedlichen Strategien aufgrund des Involvements, wie muss ich die Werbemittel in den unterschiedlichen Strategien gestalten? Und da gibt auch das Involvement einen schönen Leitfaden, eine schöne Leitplanke, wo ich mir das alles herleiten kann und wo ich dann zu meinem Texter oder zu meinem Konzeptioner oder zu meinem Webdesigner und Grafiker sagen kann, pass mal auf, wir befinden uns jetzt in dem Modus so und so, bewusste Wahrnehmung, also versuche formal prägnant zu arbeiten, mach es einfach, unterteile das Ganze, mach es lesbar, mach es nicht so schwierig, weil der ist hier in der bewussten Wahrnehmung und er will sich da durchquälen, also mach es ihm einfach. Und dagegen, wenn ich in dem peripheren Bereich bin, wo ich weiß, da ist nur jemand im Vorbeifahren, en passant, nimmt er meine Werbung wahr, da muss ich eben zu meinem Webdesigner oder zu meinem Grafikdesigner sagen, pass mal auf, die Wahrnehmungssituation ist peripher, es ist Vorbeifahren, die Person wird nur einmal kurz hingucken, das gleiche habe ich bei Displays, es kommt nur ein kurzer Blick, also gestalte bitte klar und deutlich, sehr plakativ, sehr emotional und wenig Text, er wird es in dieser Situation nicht lesen können. Okay, und damit bin ich am Ende unseres kleinen Kurses. Ich hoffe, ihr habt die einzelnen Workloads alle gut durchgearbeitet. Viel Spaß noch bei dem letzten Workload hier, bei den Anbieterstrategien. Wir werden das Ganze natürlich dann üben. Wir werden es an Praxisbeispielen üben. Und ich freue mich schon auf die nächste Präsenz, wo ich euch sehe. Und da können wir dann echte Fälle aus der Praxis von euch bearbeiten und darauf eingehen. Ja, vielen, vielen Dank. Und danke, dass ihr bei dem ganzen Kurs teilgenommen habt. Und ja, bis bald, euer Peter. Tschüss und vielen Dank.